Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute kriegt mein Audi hoffentlich TÜV und ihr seid dabei. Scheibenwerfer gehen schon mal. Scheibenwischer. Der Motor läuft jetzt noch mal warm. Darf ich mal den... Ja. Ja. Da leuchtet aber einige Leuchten hier. Achso. Jawohl. Nebel geht. Blinker links rechts. Jawohl. Höhenverstellung geht hinten auf. Scheinwerfer, Waschanlage ist ja betätigen, ja. Da ist scheinbar ein Wassermangel. Was schauen Sie da jetzt? Was war das? Fahrgestellnummer. Fahrgestellnummer. Drehgeruch ist nicht da. Das hoffe ich nicht. Du meinst jetzt bei der AU? Ja. Und deswegen ist es gut, zum TÜV zu fahren. Keine Reifenwarnung an. Warnung? Achso. So, Radlagerspiel, ja? Es gibt auch keine Geräusche. Keine Geräusche. Achsmanschetten sind gut. Achsmanschetten wurden jetzt geprüft. Ja. Traggelenke. Was würden Sie sagen, ist Audi A3 ein bisschen verletzlich in dem Bereich Traggelenke oder eher? Nein, mittlerweile ist es sehr stabil. Robust, ja. Nur die hier sind anfällig. Die sind anfällig, okay. Bremsscheiben, Bremsscheiben sehr gut. Wo hast du die rote Lampe hin? Aber man sieht leichte Risse. Und ist bei denen, die sehen gut aus, oder? Ja. Wirklich, ja. Noch ein Teil. Korrosion anfangen. Ui. Da auch und da okay. Auch. Ja, ui, ui. Schon relevant, oder? Nein, das ist hier noch aber noch ja, Freunde, hier seht ihr, Baujahr 2012, da beginnt die Korrosion. Da muss der Papi was machen. Ja. Hier auch. Und das ist auch der Tipp an euch, wenn ihr so einen Wagen schaut, euch anschaut, kaufen wollt. Schaut ihn euch auch in dem Bereich an. Aber das sage ich ja immer wieder, kein Auto kaufen ohne Hebebühne. Der Regel also im Leerlauf ab auf 2,6, ja. So, jetzt kommen drei Testgasstöße, einen hat er schon. Nochmal 200.000 Kilometer, aber immer liebevoll behandelt, ja. Immer Ölwechsel. Gut? Bestanden. Bestanden. So, Freunde, und das war's schon. Damit verabschiede ich mich. Bestanden. Gutes Auto.